Hallo, hallo, hallo. Hier ein neuer Sportvlog. Heute wieder mit Jogging. Ich bin heute in Schwanewede. Wo das ist, was ich hier mache, erzähle ich euch nach dem Intro. Schwanewede, das ist zwischen Bremen und Oldenburg. Oben in Niedersachsen. Ja. Und die habe ich heute. Nee, nicht heute, sondern morgen. Morgen. Ich bin heute schon angereist. Hab morgen Zahnindianerlesung mit meiner Kinderbuchreihe. Die Zahnindianer. Ja. An irgendeinem Kindergarten, glaube ich. Oder in der Schule. Weiß jetzt gerade nicht. Muss ich mit den Unterlagen nochmal gucken. Na egal. Ja, das Gute an Schwanewede ist, man kann hier joggen und joggen und joggen. Es kommt kein Berg. Alles flach. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Hier ist die sogenannte Niedersächsische Mühlenstraße. Da laufe ich jetzt gerade lang. Und ich guck mal, wo es hier hinführt. Schauen wir mal. Das Gute an der Niedersächsischen Mühlenstraße ist auch, dass sie beschildert ist. Guck mal, da oben, ja, Schild, Niedersächsische Mühlenstraße. So kann ich mich nicht verlaufen. Voll geil. Ich habe ein paar Mal verlaufen mittlerweile. Aber hier wird es mir nicht passieren. Das Doofe an der Niedersächsischen Mühlenstraße ist, dass man hier an solchen Bauernhöfen vorbeikommt, das riecht echt nicht angenehm. Puh. Mann, oh Mann. Ich würde mal sagen, die haben ein paar Tiere bei sich. Aber das halte ich aus. Oh, siehst du? Da ist schon vom Auto überholt. Also, die haben ein paar Tiere bei sich und deswegen riecht es hier nach Kaki. Ja. Naja, ich bin ja gleich weg. Ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs und das Bescheuerte ist, ich bin jetzt in einen Ortsteil von Bremen reingelaufen. Das war mir gar nicht so klar, dass es so nah dran ist. Naja, also von Schwanewede jetzt nach Bremen rein. Also natürlich nicht aus Mitte, ist ja klar, aber irgendwie so ein Vorort. Mal gucken, wie das hier heißt. Bin mal gespannt. Sage ich gleich. Ich laufe wieder raus aus Bremen. Bremen Ortsteil Rekum, noch nie gehört. Da bin ich eben gewesen und ich laufe jetzt rein nach Neuenkirchen, gehört zu Schwanewede. Ja, und dann so langsam wieder Richtung Hotel oder Motel. Ich bin ja heute im Motel. Ja, naja, egal. Also ich guck mal, dass ich hier wieder zurückkomme. Irgendwie schaffe ich schon. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute in Bremen laufe. Komisch. Ich muss ja sagen, in Neuenkirchen, da gibt es schon ein paar anständige Hütten. Mann, oh Mann, ganz schön groß das Ganze hier. Also die Häuser, scheinbar sind die Grundstückspreise im Keller. Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder, denke ich, auf dem Weg nach Schwanewede. Neuenkirchen durchquere ich nochmal. Und dann schauen wir mal, wo es mich hin verschlägt. Bin jetzt wieder auf der Niedersächsischen Mühlenstraße, so heißt das. Und das ist hier so ein kleiner Feldweg, auf dem eigentlich nichts los ist. Was mir ganz recht ist, weil Autos brauche ich nicht. Und was hier auch am Wegesrand verkauft wird, das ist ja lustig. Hier gibt es Kürbisse und Marmelade. Ja, super. Wird einfach verkauft. Ist ja auch ein Ding. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, und hier ist echt schon wieder so eine fette Hütte. Guck mal, sieht man das? Mann, oh Mann, die scheinen die Kohle zu haben in Neuenkirchen. Leck mich am Ballermann. Naja, egal. Ich laufe mal weiter. Gucken, was passiert.
wenn man mal wirklich verzweifelt ist und keine Ahnung hat, wo man an dem Abend noch bunte Vogelhäuschen herkriegt. Hier an der Niedersächsischen Mühlenstraße verkaufen sie bunte Mühlenhäuschen, bunte Vögelhäuschen. Vogel, nicht Vögelhäuschen, ist was anderes. Vogelhäuschen direkt am Weg. Wie geil ist das denn? Mann, 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 Mann. Also herkommen, Vogelhäuschen kaufen. So, jetzt bin ich an meinem kleinen feinen Motel angekommen. Ja, 92 Minuten bin ich gelaufen und das war eigentlich ganz okay, ganz easy. Gute Laufeinheit, bisschen Neuenkirchen und wie hieß der Bremer Ort? Rokum, glaube ich, gesehen. Naja, jetzt gehe ich schön in mein Hotelzimmer, esse was und mach Bubu. Bis zum nächsten Sportvlog. Runter von der Couch, Sport machen. Cheerio, Miss Sophie.